Wir bekommen immer viele Anfragen von euch, ob man Brot auch im Römertopf oder ähnlichen Tontöpfen backen kann. Und ja, das geht sehr gut. Man muss allerdings beachten, dass man den Tontopf nicht vorher aufheizen und dann den kalten Teigling reinlegen sollte. Deswegen haben wir speziell für euch ein Rezept entwickelt, das prima im Römertopf oder Tontopf funktioniert. Da ein Tontopf bei großen Temperaturunterschieden springen kann, starten wir also mit kaltem Teig, kaltem Römertopf und kaltem Backofen. Der Topf wird außerdem vorher gewässert, sodass er beim Backen noch einmal extra Dampf an das Brot abgibt. Beim Rundwirken des Teigs geht es darum, den Teig in seine finale Form zu bringen und Stabilität aufzubauen. Insbesondere soll die Teigoberfläche, die Teighaut, gespannt werden. Das sorgt dafür, dass euch das Brot im Ofen nicht auseinanderfließt. Gerade für Anfänger sind die Handbewegungen zum Rundwirken nicht ganz so einfach. Daher gibt es einen ganz einfachen Trick. Der Teig muss leicht an der Arbeitsfläche anhaften und wird dann mit beiden Händen gedreht. Mit jeder Umdrehung merkt ihr, wie sich die Oberfläche mehr spannt und der Teig runder und höher wird. Dann wird das Gärkörbchen eingemehlt und der Teig kommt zur finalen Stückgare. Diese dauert, je nach Rezept, circa eine halbe bis anderthalb Stunden. Er wird außerdem mit einem feuchten Tuch abgedeckt, damit die Oberfläche nicht antrocknet. Wie ihr seht, hat der Teig noch einmal deutlich an Volumen zugenommen und ist jetzt bereit zum Backen. Damit ich ihn leichter in den Römertopf bekomme, mehle ich ihn nochmal ein und benutze dann einen einfachen Pizzaschieber. Der Teig kommt also in den kalten und gewässerten Römertopf, wird dann nach Lust und Laune eingeschnitten, Deckel drauf und ab in den kalten Ofen. Nach einer knappen Dreiviertelstunde nehmen wir den Deckel ab, damit die Kruste schön braun wird und feine Röstaromen bekommt. Je nachdem, wie lange ihr den Deckel drauf lasst, könnt ihr auch gut steuern, ob ihr ein eher helles oder ein eher dunkles Brot bekommt. Brot ist übrigens fertig gebacken, wenn der Kern zwischen 96 und 98 Grad Celsius hat. Das lässt sich prima mit einem Kernthermometer messen. Und hier seht ihr das Ergebnis, ein wunderbares, schnelles und einfaches Sauerteigbrot aus dem Römertopf.